Hallo YouTube! Herzlich willkommen! Zurück! Ich habe gerade Besuch. Ich komme gleich zu euch. So. Jetzt können wir beginnen. Die haben mich einfach mal überrascht gerade. Ja, Leute, beim letzten Part, ihr habt's leider einen kleinen Tonausfall ganz zum Schluss. Da bitte ich um Entschuldigung. Da war ja, der Stöpsel von meinem Mikrofon rausgerutscht. Man hat es beim letzten Schneiden schon gehört, dass meine Stimme ein wenig männlicher und tiefer wurde. Und dann leider hat man einmal das Windows-Signal gehört und da genau zu dem Zeitpunkt. Wo ist er denn? Und zu dem Zeitpunkt war dann leider alles kaputt. Ja. Dadurch habt ihr natürlich auch nicht verstanden, was ich zum Schluss gesagt habe. Ich habe mir hier ein paar Sachen rausgesucht, die ich mir anschauen wollte. Deswegen war auch der riesen Zeitsprung zwischen dem vierten und dem fünften Händler, wer darauf geachtet hat. Nun bin ich der Annahme, dass hier auch schon jemand mal gucken war. Höchstwahrscheinlich der gleiche, der die Türen offen gelassen hat. Ich will jetzt Garface nicht verdächtigen, aber so viele Leute spielen hier nicht mit. Könnte sehr gut sein, dass der gute Scarface hier schon war. Aber ist ja nicht ganz so schlimm. So, seht ihr. Loot, also, ist halt schon alles offen in dem Falle. Vielleicht ist der Loot in dem Teil schon wieder respawned. Auf jeden Fall schauen wir mal. Wie gesagt, ein gutes hat es, dass der Ton weg war. Ihr wisst nicht genau, welche Locations ich hier besuchen wollte. Aber ihr könnt es euch gerne auch nochmal sagen. Ich versuche den Canyon auszukundschaften. Mal gucken, wo geht's denn hier lang? Hier war. Kohle. Ich glaube, hier ist der richtige Weg, oder? Ach, gucken wir mal hier erstmal lang. Oder ist hier der richtige Weg? Ja, auf jeden Fall mal schauen, was wir hier alle so schick finden. Ich hoffe, der letzte Part war in Ordnung. Wie gesagt, mal. Ja. Bin halt mal durchgegangen, hab mal geschaut, wo was ist. Hab mal geschaut. Oder hab euch die Händler gezeigt, diejenigen, die sie noch nicht kannten. Was ich mir bei meinen aktiven Zuschauern jetzt erstmal nicht vorstellen kann, aber. Ich hoffe, dass immer mal ein anderer Zuschauer vorbeischaut und vielleicht der nicht ganz so die 7 Days Ahnung hat und denkt, ich bin echt guter. Und deswegen war jetzt auch mal so ein leichtes Einsteiger-Video bzw. Informationsvideo von den Händlern. Ah, okay, das ist der Weg hier gewesen. Oder anders gesagt, die Leute haben auch gesehen, dass ich so eine richtige kleptomanische Ader habe, wo unter der Scarface leiden durfte. Jawohl, genau hier wollte ich hin. Leute, der Canyon. Schade, dass er noch nicht unentdeckt war. Hätte ich euch gerne gezeigt, wie es aussieht. Uah, Alter Schwede, der hat ja mal PS. Uiuiui. Hätte euch gerne alles so gezeigt, aber. Ist ja auch nicht schlimm. Zeige ich euch die Wege, die jemand schon erkundet hat. Gucken wir mal hier lang. Hier ist extrem viel. Viel an unterirdischen Gängen. Okay. Persönlich war ich das schon früher mal.
glaube in der Alpha 16 oder vielleicht sogar auf der PlayStation, da bin ich mir nicht mal ganz sicher. Und von daher ist es eigentlich wie jetzt, wenn ich zum ersten Mal hier bin. Kann mich an nichts mehr erinnern. Immer die jetzt gerade herkam. Huch. Ja, ich bin gerade fast top aktuell von den Videos. Der Victor Scarface hat gesagt, wir können ruhig noch mal eine neue Basis bauen. Hat mir gesagt, gut, wenn er es macht, kein Problem. Ah, Leute, ich suche immer noch einen. Oder zwei oder drei oder vier, ist mir egal. Vielleicht noch fünf. Leute, die richtig Bock haben mit mir und Scarface zu zocken und ja, auch vielleicht bauen können. Also, wie gesagt, Scarface seine Basis finde ich echt gut. Die kann bestimmt mal locker ein paar Horden aushalten ohne Probleme. Aber es geht bestimmt auch noch ein Stückchen besser. Und das wäre schon echt cool. Hier hinter oder was? Nö. Okay. Ach, da. War der andere Weg hier, war? Würde mich mal interessieren hier. Zack. Aber das war der, ja, das war der andere Weg, den wir gerade hier gesehen haben. Der hat mich aus den Augen verloren, der Kleine. Überall hier ist Ölschiefer, wa? Ja. Überall hier ist Ölschiefer im Boden. Ist also eine richtig, richtig geile Mine, um Ölschiefer abzubauen. Was jetzt aber nicht mein Ziel ist. Dann hänge ich hier ewig rum. Will ja versuchen, alles euch zu zeigen. Uah! Entschuldigung. Er hat sich auch erschrocken, habt ihr gesehen? Er hat sich auch erstmal umgedreht. Von hier kam ich, wa? Ja, oder? Nee, doch nicht. Doch. Alter, das Ding ist hier so riesig. Jetzt sehe ich. Ach ja, hier, okay. Genau. Zerhaut hier irgendwas. Überall liegen irgendwelche Zombies rum. Okay. Okay, ist das nicht ein Krabbel? Ich wollte gerade sagen, das war doch ein Krabbeln da. Wo ist denn hin? Ich bin hinter dir. So. Gucken wir mal hier unten weiter. Vielleicht finden wir noch was Spannendes. Ich glaube, es könnte noch was kommen hier. Zeigt natürlich, dass das Auto nebenbei war. Nee. Natürlich nicht schlau gewesen. So, wenn ich vielleicht irgendwo anders jetzt mal hochkomme, hätte ich denn die Möglichkeit, mit dem Auto zu meinem Moped zu fahren. Naja, auch egal. Gehen wir mal den Canyon hier durch. Da kommt's ja endlich. Eigentlich eine total geile Sache, weil, weiß ich nicht, also voll cool, so mitten im Berg irgendwo eingebaut, so eine Burg oder wie man auch immer das betiteln möchte. Oder sagen wir mal einfach überhaupt nur eine Base so mit drinne. Ey, ich finde das so genial. Mach auf. Na komm. Verdammt. Wäre auch eine coole Sache. Im Endeffekt können sie denn ja nur richtig von einer Seite kommen, oder? Ja klar, die können sich durch das ganze. Schick, schick. Die könnten sich natürlich durch hier oben die Erde durchbuddeln. Aber würden die das machen? Ich denke mal, die würden doch eher runterspringen, oder? Ja.
Bin ich schon oben? Ich wollte mir die Restaurant angucken. Ich komme! Wo kommst du denn her? Ich würde dir die Tür aufmachen, aber es ist verschlossen. Hör mal rauf, das Ding. Los! Dann helfe ich dir halt. Wie ist der Dank dafür? Komm her hier. Nicht unerhört. Jetzt mach ich dir hier schon die Butze auf und du haust mich. Flup. Gehen wir nochmal runter hier. Und gucken uns die anderen Türen an. Hier sind sogar ein paar Leitern kaputt. Ich weiß ja nicht, ob das so ist oder ob das jetzt zufällig schon jemand kaputt gemacht hat. Ah, oh! Alter, schon wieder, ey. Leute, dann spielt man mit mir ein richtiges Horror-Game. Beziehungsweise guckt mit mir einen Horrorfilm, Alter, dann wisst ihr, wie das abgeht. Da steht mir eigentlich drauf. Neversgate Natural Forest? Aha. Mal schnell hier alle beseitigen, bevor sie schnell werden. Geh weg. Aber hier könnte ich mir auch denken, so nieder, also mich niederzulassen. Jeder hat seine eigene Buchte. Hier so ein paar Abteile, jeder hat sein eigenes Häuschen. Schon eine coole Sache. Hätte ich Bock drauf. Hat auf jeden Fall was. Erst recht, wenn ich mir hier den Eingang angucke. So seitlich flupp hier rein. Hat was, hat was. Seht ihr mal, wie einfach man mich begeistern kann. Ging er da hinten eigentlich auch rein? Nee, war. Nee. Man kann mich so einfach begeistern. Also wer Bock hat, mir was zu bauen oder uns was zu bauen oder für uns alle was zu bauen, scheut euch nicht, macht mit. Ihr könnt gratis auf den Server mitspielen. Bezahlt ist alles für ein Jahr, also braucht da keine Angst haben. Ich verlange auch nichts von euch. Ihr könnt gerne was dazu steuern, ist aber total ohne Zwang. Genau! Geh in das Loch, was ich dir hier gegraben habe. Los! Wer meckert hier? Ich bin zu faul, um die Tür aufzumachen. Kuckuck! Jo, 4 Stück, wa? Das geht irgendwie noch. Zack. Ah, das hört sich an, als wenn da noch ein paar andere kommen. Und natürlich kommen sie von hinten! Stopp! Stopp! Hier unter ist gerichtet, war, oder? Und sag! Oh, hä? Sind hier überall Särge drunter, oder was? Warum sind die Bodenplatten hier irgendwie stärker als die Seitenteile? Wieder ein Sarg? Oh ne, eine Truhe. Oder eine Kiste. Stahlspeer, cool. Cool. Das ist das letzte auf jeden Fall, dass ich gerade mal einen Stahlspeer bisher, glaube ich, hatte. Dadurch, dass ich die einfach nicht benutze. Wenn hier auf jeden Fall, dass ich immer nur Eisenspeere hatte. Bisher finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Was ist denn hier? Nichts? Was ist denn hier los? Spinnt ihr oder was? Ich bin nicht. Sogar eine Werkbank ist hier, also voll cool. Mal alle gedacht hier. Was ist denn hier? Haben die Programmierer aber schlampig, die Designer hier oder so.
dann ist die auch noch zerstört. Naja, dann kann sie auch weg. Mal schauen, Leute. Ich glaube, den höher eher zu essen gemacht hier. Ich glaube, dass ich die Schwierigkeit höher stellen werde, dass die Hordennächte noch ein bisschen mehr reinballern. Aber da mal schauen, die nächste warte ich auf jeden Fall noch ab. Oder warten wir ab, wenn ich jetzt mal im Namen von Scarface mitreden darf. Und dann schauen wir mal, denn es soll ja ein bisschen anspruchsvoller sein werden. Und von daher ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Auch für euch wahrscheinlich nicht schlecht, wenn wir uns dann noch dümmer anstellen. Oder ich zum Beispiel. Jetzt nicht an, dass Scarface sich dumm anstellt. Um Gottes Willen. Würde ich nie machen, würde ich nie sagen. Ist ja alles? Leute, mehr ist hier nicht. Bin ja völlig enttäuscht. Ich dachte, hier ist so richtig, richtig geil irgendwas. Ich meine, die Bauart ist cool, da kann man nicht meckern. Aber. Hätte ich mir echt cooler vorgestellt hier. Mehr auf jeden Fall. Komme ich hier wieder hoch? Natürlich nicht. Schade, ey. Schade, schade. Was hat man hier eigentlich verloren? Federn habe ich hier hingeschmissen. Und bestimmt gibt es hier noch irgendwo Verstecke, die ich wieder übersehen habe. Und dann ärgere ich mich, wenn mir einer in die Kommentare schreibt, ey, du bist immer vorbeilaufen. Hier waren wir überall drin, oder? Jo, hier ist einfach mal keiner. Kommt ihr denn hierher? Kommt her hier, bevor ihr rennt. Nicht atemlos, sondern kopflos durch die Nacht. So, schade eigentlich. Ich dachte, hier ist noch ein bisschen mehr drin. Aber ist das die Ausgrabungsstätte, von der du geredet hast, Norman? Weil, nee, aber nee, ist keine Ausgrabungsstätte, oder? Mal gucken. Ich glaube nicht. Ich finde es schade, dass hier nicht mehr ist, oder? Ich habe was übersehen, aber das ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, oder? Ich gucke jetzt hier nochmal schnell rein. Nee, hier ist nichts mehr. Gucken wir mal weiter. Voll bin ich ja leider eh schon wieder. Was haben wir hier? Ein Handtäschchen, wa? Schön. Klauen wir der Frau hier das Geld. Ist so mein Hobby geworden anscheinend. Scarface beklauen. Irgendwelche Handtaschen hier beklauen. Darfst du keinem erzählen, ey. Kein Wunder, dass Kinder hier auf meinem Server mit mir spielen. Die haben Angst, dass ich sie beklaue. Leute, das ist eigentlich gar nicht so gemeint. Ich hab's mir von Scarface nur geliehen. Ihr kriegt's bestimmt irgendwann mal wieder. Krass, ey. Finde ich voll cool, wie sie Ölschiefer gemacht haben. Flup. Was haben wir denn hier schickert? Oh, nichts. Doch mal richtig Bock, so eine Höhle zu machen. Also nicht von oben irgendwo sich runterzulassen, so wie jetzt in meiner Basis, sondern wirklich so wie da hinten seitlich in so einen Berg rein oder hier in diesen Canyon vielleicht oder irgendwie sowas. Und dann eben da hinten, genau, das war der zweite X, was ich markiert habe. Da bin ich mal gespannt. Und deswegen habe ich gedacht, da nehme ich mein Auto mit oder so, aber habe ich vergessen. Dann war hier schickelt. Achso, ja, jetzt ist schon wieder viel unterbrochen. Ich hab doch wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ist also nicht so wichtig.
Ach so, ja, jetzt weiß ich's wieder. So seitlich im Berg rein, das wäre schon echt cool. Hätte ich richtig Bock drauf. Immerhin hofft man ja, dass sie dann von einer Seite kommen. Dann kann man auch einseitig die Verteidigungsanlagen bauen. Bestimmt auch ein Charme, würde ich sagen. Auf jeden Fall hat denn nicht jeder. Glaube ich. Das ist mir auf jeden Fall noch nicht aufgefallen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das sinnvoll wäre und ob das eine gute Defense hätte, aber. Ah, so komme ich ja so hoch. Nee, ich will nach unten bleiben. Den Rest möchte ich hier noch ablaufen. Das Haus da oben ist bestimmt auch. Ja, und diesen Hühnchen! Ach, warte! Das arme Ding! Kommt hier bestimmt nicht mehr raus. Vielleicht sollte ich es mitnehmen, ein paar Chicken Wings für zu Hause. So, gucken, ist hier noch irgendwas. Ansonsten haben wir den unteren Teil des Grand Canyon abgeschlossen. Schade eigentlich. Ja. Gucken, ob ich hier hoch vielleicht. Das wäre echt cool. Ah, hier geht's nicht mehr weiter, wa? Schade. Na denn? Haben wir mal den Canyon abgegrast hier. Alles das Schicken wieder. Das Häusle. Ich glaube, das schaffen wir jetzt in dem Part nicht. Hier war das, oder? Kam ich hier hoch? Ich glaube, hier komme ich zwar hoch, aber es war nicht genau der Punkt, war, aber fast. Ist jetzt auch mal blöd, dass es jetzt Nacht ist. War hier noch irgendwas? Nö. Schade, sah irgendwie so aus, wa? Bestimmt nur die Falle für die Autos. So. Ach komm, Leute, das Häuschen sieht jetzt nicht ganz so krass. Boah, ich dachte gerade, das war ein Bär, aber er hat noch einen Blutfleck. Komm mal her hier. Ja, das Häuschen sieht jetzt nicht ganz so krank aus. So. Groß. Also mache ich das jetzt einfach noch schnell mit. Wecken wir mal auf hier. Das ist übrigens auch eine coole Sache. Wenn dir mal überlegt, was du hier für eine schöne Aussicht hast. Ai, ai, ai. Hoppala. War mit Absicht natürlich. Hab gehofft, dass die Zombies mir folgen und in den sicheren Tod springen. Wo auch immer sie jetzt herkommt. Solltest mir hinterher springen und nicht hinterher laufen hier. Aber Spinne. Mal wieder rumhüpfen hier. Ach ja, fail, fail. Einfach mal schön runtergeflogen. Drei Stück geht Häusle. Wo ist denn dieser krabbelnde Typ? Alter, Oma, was machst du denn hier? Kuckuck! Die grüne Oma. Juhu! Hier noch jemand zu Hause? Kuckuck. Ach,
Gibt's doch noch eine Außentreppe, ist ja cool. An sich cool gebaut, muss ich sagen. Wobei du natürlich ohne Geländer echt. Was ist hier passiert? Bist du denn bedeppert? Hallo? Spinnst du? Was fällt ihm ein? Dann macht er einfach kaputt hier. Dachte, es wäre nicht aufgefallen. Was ist denn mit ihm hier los? Wo ist er überhaupt hin? Und warum macht er das kaputt? Schönes Haus hier. Und gerade der Händlereingang hier hinten, den hat er einfach weggemacht. Hier jetzt. Fällt denn dir ein? Den guten Händlereingang hinten kaputt gemacht. Das ist ja ein Ding. Wenn man jetzt hier mal rausguckt, fehlt einfach mal die Terrasse. Das hätte ich nicht von ihm gedacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. So was Pflegelhaftes. Na komm, ich erst eine Runde. Aber er hat echt einen kleinen Verkaufstisch hier, wa? Kommt da ja nicht vorbei. Hat da hier sein Lager vielleicht? Naja. Wenn das hier sein Lager ist, dann. Tut's mir leid, dann wird aber. Ach nee, hier ist sein Klo. Ah, ist sein Umkleidezimmer. Naja, dann ist es ja okay. Das ist ja bei Angestellten eh nicht so riesig. Die arm ausgebeuteten Leute meistens. Ich kenne eine Firma, bei der ich gearbeitet habe. Die hatten einen Aufenthaltsraum von, weiß ich nicht, übertrieben 1 Meter mal 2 Meter oder sowas maximal. Das war so mini. Also wenn du da wirklich zu zweit wart, noch okay, da stand ein kleiner Tisch drin mit 3 Stühlen. 3 Leute konnten da drin ja nicht mehr sitzen und das Klo war noch direkt nebenan. Und das war schrecklich. Und die Leute müssen da tagtäglich arbeiten und ja, also gönnigt. Also sowas ist schrecklich. Würde ich keinen empfehlen, sowas. So, kommt jetzt nämlich auseinander hier. Was habe ich hier verloren? Messing. Kein Problem, ich mache hier die Rohre klein, hol mir die Meshing. Dann stellen wir uns nochmal hier oben hin. Wo ist es denn? Hier. Yeah. So Leute, mit dem Ausblick sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry, dass es nicht ganz so spannend war, wie ich gehofft habe. Nur 2, 3 Kleinigkeiten hier im Canyon gefunden. Ha. Wir können auf jeden Fall auf unserer Liste den Canyon-Check machen. Wenn ich jetzt hier nochmal reinschaue. Na, komm. Wenn ich jetzt hier reinschaue, den hatte ich hier nämlich genommen. Mann, na sag mal. Hallo? So. Dann kann ich hier den nämlich entfernen. Dann kann ich hier den wollte ich mir noch angucken. Da gehen wir als nächstes hin. Dann kann ich hier den nämlich entfernen. Das ist der hier, wo mein Moped steht. Den entferne ich. Das ist alles das, was ihr im letzten Part nicht gehört habt. Hier habe ich dann noch eine Kleinigkeit, die ich mir angucken möchte. Das ist jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber ich sag mal, in dem Part würde ich es jetzt nicht reinpressen wollen. Hier kommt noch eine Kleinigkeit. Und dann habe ich im letzten Part noch gesagt, dass ich hier nochmal nachschauen möchte. Vielleicht werde ich jetzt, wenn ich offline bin, wenn ich den Part hier fertig habe, werde ich wahrscheinlich hier unten nochmal schauen und werde vielleicht hier nochmal rumschauen und gucken, ob ich was Spannendes finde. Mir ist hier eine Stelle, und zwar die hier, bekannt vorgekommen. Da ist ein Hotel und eine kleine Kirche. Kirche? Entschuldigung. Und ich glaube, hier in der Nähe war irgendwas Cooles, wenn ich mich nicht ganz irre. Bin ich mal gespannt. Also, seid auch gespannt. Wartet auf den nächsten Part.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal einen Daumen da oder ein Abo. Vielleicht quatscht da noch ein paar Kumpels an, ein paar Freundinnen, die ihr zwingt, dass ihr hier, dass sie sich sowas angucken, die vielleicht auch ein Abo da lassen. Oder ihr teiltet euch in irgendwelchen Gruppen oder sowas. Könnt ihr mal vielleicht ein bisschen mithelfen, wenn ihr Lust, Zeit habt und Bock habt, mich zu unterstützen, dann bin ich der Letzte, der es euch verbietet. Also jetzt genug damit. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank und tschüssi.